Hallöchen und willkommen zurück hier bei Create. Sich eine Kleinigkeit getan. 86% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Wenn auch du derjenige bist, der hier regelmäßig vorbeischaut, aber noch kein Abo dagelassen hast, dann drück doch gerne auf die Glocke. Das wäre super nice und würde mir voll helfen. Wir haben Dripstone. Endlich. Hat ein bisschen gedauert, aber ich dachte, weil es einfach so, wer sucht, der findet, Prinzip ist, machen wir es über die Replay-Mod. Ist vielleicht ein bisschen interessanter. Kann man ein bisschen fancy sein. Und jetzt müssen wir natürlich, ja, vermehren. Wir brauchen Lava, Lava, Lava. Lava haben wir auf jeden Fall schon einiges da. Und gleichzeitig wollen wir auch den Dripstone natürlich vermehren. Deswegen habe ich hier den Covered Dripstone. Was ich hier jetzt wollte, weiß ich gerade nicht. Ja. Und dann haben wir heute einiges vor, weil wir haben im Stream die Farmen in ihrer Produktion fertiggestellt. Na, da läuft das Eisen durch, schön. Und müssen dafür noch eine Kleinigkeit vorbereiten. Hier unten läuft die Item-Autobahn. Genau, hier unten werden die ganzen Sachen runterlaufen, werden dann verteilt an die jeweiligen Stationen. Also gehen entweder hier gerade raus zum Waschen oder fahren hier rüber zum Brennen, je nachdem. Oder werden dann auch teilweise hier drin noch weiter verarbeitet und gehen dann erst weiter an die jeweilige Station. Das muss man gucken. So, das bedeutet, dass wir hier auf jeden Fall ganz schön viel Kerb brauchen. Und das haben wir heute vor. Wir werden zum einen, wenn wir jetzt den Dripstone erstens ansetzen, dass er wachsen kann, zweitens Lava reproduzieren und drittens müssen wir unsere halbautomatische Kelpfarm da unten automatisieren. So. Ich hoffe, ich habe alles dabei. Wir haben viel vor. Und zwar habe ich mir jetzt noch überlegt, um das Ganze ein bisschen effizienter zu gestalten, werden wir Sugarcane noch mit einbauen. Und ja. Also wir machen quasi 2 in 1. Ich hätte es gerne schon hier mit eingebunden und dann und da irgendwie über Förderbandsystem, vielleicht sogar über das, weil da haben wir doch immer mal ein bisschen Platz. Ja, lass hier machen. Okay, dann ja, Terraforming bleibt nicht aus, ist nervig, deswegen skippe ich das für euch. So, fertig ist der Lack und ich habe schon mal die Größe ungefähr vorgemalt. So, also mein Plan wäre,
dass auf dieser Höhe der Harvester fährt und hier den Sugarcane mitnimmt auf der Seite. Den müssen wir hier ansetzen. Der muss ja im Wasser wachsen, also wird es alles schön mit Wasser gefüllt. Machen wir. Wenn die Natur das wünscht, machen wir das. Auf der gleichen Seite würde ich schauen, dass hier, und ich hoffe, das funktioniert, das muss man einfach mal ausprobieren, er gleichzeitig hier auf der Höhe den Cap mitnimmt. Würde das Ganze dann mit Wasser füllen bis hier hoch. Und dann müssen wir schauen, ob das Wasser da drin bleibt, während er fährt. Oder ob wir hier irgendwie abdichten müssen oder. Dann probieren wir, ob das Ganze funktioniert. Wenn das Ganze funktioniert, sind wir happy und singen Halleluja. Wenn nicht, weinen wir und gehen in die Ecke. Ich hebe jetzt hier nochmal eins tiefer aus. Dann das Ganze mit Wasser füllen. Das wird ein bisschen dauern. Und dann Daumen drücken, dass das Ganze irgendwie so läuft, wie es laufen soll. Ja, kurzer Zwischenbericht von unserer kleinen Farm hier. Es geht vorwärts. Es dauert, aber es tröpfelt so langsam vor sich hin. Das brauchen wir dann, um unsere Energievorräte ein bisschen zu pimpen. Und da müssen wir uns dann noch ein Abfördersystem einfallen lassen, dass wir das Ganze in einen großen Turm reinpumpen. Dass wir auf jeden Fall immer genug Lava haben. So. Das Ding ist gefüllt. Bin nur gespannt, wie es sich dann wirklich verhält, wenn das Ding zur Entität gespawnt wird, wenn wir quasi einschalten. Aber jetzt werden wir erstmal hier den Kelb reinsetzen, dass das auch wirklich dann alles schöne Wasserblöcke sind, keine Strömung entsteht. Einfach, das macht der Kelb für sich. Jetzt müssen wir nur noch da hinten das eine Eckchen heraustreten. Dann müssen wir hier noch Sugarcane ansetzen. Und jetzt haben wir hier schon mal die Segel gespannt, einfach dass wir hier auch das Wasser einfüllen können. Jetzt müssen wir das Windmill Bearing und dann nehmen wir gleich ein Radial Chassis noch dazu. Das Windmill Bearing würde ich auf den Kopf setzen und hier ein Radial Chassis rein. Da müssen wir dann gleich mal hier gucken, dass er auf 1, 2, 3, 4, 5 ist. Wir können aber auch sagen 1, um sicher zu gehen, weil wir verkleben einfach eh. Also von daher machen wir uns gegen den Kopf. So, warte mal, welche Richtung dreht er sich? Und wir können gleich mal gucken, ob irgendwas mit dem Wasser passiert. Das ist ganz praktisch. Ja, es war klar, dass es rüberläuft, aber dadurch, dass wir hier das Loch haben, ist das nicht so schlimm. Könntest du bitte da einen hinsetzen? Oder willst du nicht? Und wenn ja, warum? Nein, er mag da nicht dran. Okay. Wieder was Neues. Dann testen wir mal kurz was aus. Wenn wir das austauschen gegen einen Dirtblock. Magst du da dran? Ja, da magst du dran. Okay, gut. So, und da müssen wir jetzt dann die Sails noch draufsetzen. Wunderbar. Hier das gleiche. Dann steht das Ding. Jetzt stellen wir noch sicher, dass das auch wirklich alles zusammenhält. Wunderschön. Das Einzige, was ich jetzt noch vergessen habe, meine Kisten einzuplanen. Aber das ist kein Thema. Das kriegen wir hin. Da hauen wir einfach hier hinten eine dran. Und hier machen wir einfach dann Output. So, Ruhe ran. Und dann brauchen wir unseren Portable. Den hauen wir hier dran. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich dich anders gemacht haben. Aber der Draw Access Point sollte jetzt theoretisch, wenn wir die Drawer hier sperren. Oder halt belegen. Das ist ganz gut. Gib mir mal eins. Aber wir hätten sogar noch welche gehabt. So.
Wunderbar. Dann sollte der hier jetzt dann quasi, wenn die sich verbinden, die Sachen, das Kelp da reinschmeißen, das Sugarcane da reinschmeißen. Gut, wir fahren jetzt mal schnell mit, gucken, ob der abtransportiert. Und dann werden wir die Sugarcanes wohl nochmal. So. Nein. Warum nicht? Irgendwie magerlich. Okay, ich bin maximal irritiert, aber mal schauen. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier schnell das eins tiefer setzen. Umbau ist erfolgt und ich bin schon wieder hier eingedingst. Ich muss mir das mal so. Sonst komme ich nicht mehr raus. Das ist ganz komisch. So, ich hoffe, dass alles funktioniert. Achso, ja. Na gut, wir werden sehen. Ah, die Kelps halten das Wasser zurück. Das ist praktisch. Haben wir einen kleinen Wasserfall mit drin. So. Gut, wenn jetzt hier das wächst, mäht er das ab. Und hier das gleiche Spiel. Kelp hat anscheinend ein bisschen was mitgenommen. So. Jetzt habe ich hier das Ganze mal mit einer Chute verbunden. Und hatten wir schon 33? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Gebe ich zu. So, Sugarcane. Hauen wir mal schnell zwei rein. So, machen wir noch eine Runde. 34. Er gibt ab. Okay. Mit einer Chute kriege ich es hin. Dann lassen wir das Ganze produzieren. Und dann kriegen wir unser Help jetzt automatisch. Wenn du mir sagen könntest, was ich da falsch mache oder ob das the only way ist, wie ich hier den Portable Storage mit meinen Drawern verbinden kann, dann schreibt es doch bitte gerne in die Kommentare. Ich lerne gerne dazu. Ich bin, was das betrifft, leider noch ein bisschen unbedarft. Das war mein Tagesziel, haben wir erreicht. Und dann können wir im Stream hier mal schön abernten. Und ich kann hier noch ein bisschen AFK stehen und das Ding mal voll laufen lassen. Wenn es dir gefallen hat, wenn du sagst, die Farm ist ganz nice, würde ich gerne nachbauen, mach das gerne. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Reinschauen, reingehauen, bis zum nächsten Mal oder bis zum Stream. Ciao.